Ja, und damit sind wir auch schon so gut wie im nächsten Match. Gamlik Gaming 5 gegen iPlay Esports. Das ist die Begegnung, die wir jetzt zeigen werden. Und es ist ein Spiel noch aus Runde 4. Hier hinkt man also noch ein wenig hinterher. Aber das soll uns ja nicht stören. Umso mehr Matches können wir dementsprechend zeigen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also wir sehen auf jeden Fall den Lee Sin im Jungle. Also wird wahrscheinlich Jarvan dementsprechend die Top-Lane übernehmen. So zumindest jetzt erstmal die Vermutung. Und mal schauen, was wir hier direkt für Invades sehen werden. Auf jeden Fall geht's für Gamlik Gaming erstmal zu viert. Zum Red Buff. Und auch Ryze steht da schon bereit. Ich bin mal gespannt, ob iPlay da reinkommt, eventuell gleich, denn das wäre dann auf jeden Fall eine starke Überraschung für die Jungs. Und ja, jetzt geht es hier auch direkt zum Teamfight und da bin ich mal gespannt. Es geht direkt gegen Ryze und der wird auch down gehen. Jarvan mit dem Kill, allerdings stirbt auch Jarvan dann direkt gegen Renekton. Und da flashen erstmal alle wie wild. Und mal schauen, ob sie dann noch wegkommen. Es sieht auf jeden Fall nicht so gut aus an der Stelle. Für die Jungs von Gamlik Gaming mussten da noch ordentlich kassieren. Und wow, eine Menge Summoner-Spells verbraucht an der Stelle. Ryze Flash Barrier raus, Renekton Flash Ignite raus, Nami Flash raus, Draven Flash raus, Nauti Flash raus. Also da ging es auf jeden Fall schon mal ordentlich zur Sache. Und auf der gegnerischen Seite sieht es genauso aus, nur Lulu hat da noch nichts verbraucht. Also das auf jeden Fall schon mal ein ziemlich starker Anfang von beiden Seiten. Ein sehr aggressiver Anfang vor allem. Und wir sehen Jarvan in der Mitte. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Aber so sieht es hier auf jeden Fall aus. Ja, und Draven S, auf jeden Fall Draven, die vermeintlich stärkere Lane erstmal. Allerdings hat S da Lulu mit im Gepäck, die dementsprechend aus dem Draven ein kleines niedliches Tier machen kann und somit die Axt vermeiden kann. Und jetzt wird es aber schon gefährlich hier für S. Der muss da rausspringen. Kassiert allerdings ordentlich Schaden. Und Raven geht auch direkt hinterher. Jetzt sieht man den Polymorph. Und jetzt kassiert auch er da ordentlich Schaden. Geht noch auf die Lulu, aber das wird nicht mehr reichen. Jetzt nochmal ein schöner Stun und das reicht. Raven kann damit nochmal genug Schaden gegen S machen. Das war verdammt knapp, aber es hat halt gereicht. Und somit erstmal Vorteil für iPlay jetzt. Draven mit dem Kill gegen S. Oh, jetzt kommt die Cinder mal kurz zur Hilfe, aber auch der sollte da eher ein bisschen aufpassen, dass er da jetzt nicht unnötig irgendwie kassiert. Auf der Top-Lane geht es jetzt gegen den Cannon. Allerdings kann Nauti da gerade auch nicht so viel machen. Kann da zwar noch seinen kleinen Stun setzen, aber das hat den Cannon nicht wirklich gestört. Und jetzt macht sich dann Nauti gerade bereit für die Mitte. Aber Jarvan spielt da sehr gut defensiv.
Und somit kehrt zumindest für den Moment erstmal wieder ein bisschen Ruhe ein. Kennen Renekton oben relativ ausgeglichen. Durch den Gank hat natürlich Kennen erstmal einen kleinen Nachteil gehabt, aber das noch nicht weiter wild. Und jetzt geht's wieder gegen den S und der kassiert da wieder guten Schaden. Slow von Lulu kommt zwar noch, aber das stört den guten Draven erstmal überhaupt nicht. So, und jetzt Lee Sin oben auf der Toplane mit dem Versuch. Slow sitzt und das kann gefährlich werden für den Nekton. Kommen sie da nochmal ran? Es wird, wenn dann, verdammt knapp, aber es sollte auch ein Tower Dive werden. Ignite kommt drauf und Kennen mit dem Kill. Ignite wurde auch noch gesetzt, um das Ganze wirklich safe zu machen. Und somit erstmal wieder der Ausgleich 2-2. Und hier schöne Aktion wieder von Nami. Trifft da sehr gut den S. Der muss auch wegspringen und da kommt der Flash von Raven und es reicht, um den Kill zu machen. Und somit kann Draven an dieser Stelle seinen Vorteil weiter ausbauen. Und seine Lane zumindest schon mal deutlich dominieren. Oben jetzt Kennen gegen Nautilus und das wird gefährlich. Ignite ist drauf und es reicht auch, damit Kennen den Kill machen kann. Somit wieder der Ausgleich. 3-3 jetzt. Ryze wird da in der Mitte stark attackiert. Ignite reicht nicht mehr ganz. Beide da verdammt low. Und Raven leider auch noch nicht Level 6, sonst hätte er da eventuell hochulten können. So, und jetzt der Gank von Lee Sin eventuell. Aber es ist gewardet, somit wissen die beiden von iPlay da Bescheid. Und Raven immer wieder mit dem Versuch, da Action zu machen. Und jetzt geht es auch wieder ein bisschen offensiver drauf und der Schaden ist schon immens, den Draven da macht. Und das gerade auch ohne einen Stun von Nami. Und jetzt sitzt der Stun und das wird jetzt wieder gefährlich für S. Springt da nochmal weg und kann sich damit auch nochmal retten, aber bei der nächsten Aktion wird es dann schon wieder sehr, sehr gefährlich für ihn. Draven auch immer wieder nach vorne, offensiv. Will da wirklich richtig dominieren. Lee Sin jetzt mit in der Nähe. Kommt jetzt kurz zum Deffen mit. Auf der Toplane geht's in der Zeit gegen den Kennen. Ryze und Nauti da zusammen machen den Kill. Somit erstmal wieder die Führung für iPlay. Jetzt geht's Richtung Mitte. Renekton eventuell mit Nauti zusammen. So, jetzt kommt auch Lee Sin dazu und mal schauen, ob daraus sich was entwickeln kann. Renekton wird da rausgekickt und das war ein ganz blöder Fehler. Das muss Jarvan auch direkt mit seinem Leben bezahlen. Also das war starkes Missplay gerade von Lee Sin und jetzt stirbt auch er noch. Also das war gerade ganz, ganz schlecht gespielt an der Stelle. Renekton war eigentlich schon so gut wie tot. Und dann kickt Lee Sin ihn da raus, also das war alles andere als optimal.
Denn den Kill hatten sie eigentlich sicher. Und dann hätte es mit dem Rest eventuell auch noch geklappt. Ja, also hier auf jeden Fall erstmal krasser Fehler auch seitens von Gamlik Gaming. Erster Drake-Versuch jetzt von iPlay. Gamlik Gaming da auch keine Vision drauf, also ohne Probleme für sie. Gegen Jarvan jetzt an der Stelle und Jarvan kassiert da ordentlich Schaden, also muss da schon ein bisschen aufpassen. Geht verdammt low, flasht jetzt auch noch. Und Ryze will erstmal noch nicht den Tower Dive eingehen. Ist wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung an der Stelle. So, und jetzt Kennen mit dem Versuch dagegen Nautilus. Lulu kommt auch noch mit Hilfe, aber Renekton ist auch da. Draven Ult trifft auch noch relativ gut und auf jeden Fall die Lulu wird da wahrscheinlich jetzt nicht mehr wegkommen. Ah. Da kommt auch der Kill auf der Toplane, macht Ryze jetzt noch den Kill gegen Jarvan und kann da auch nochmal in Sicherheit flashen. Also weiterhin der Vorteil für iPlay. Im Moment sieht es auf jeden Fall erstmal sehr, sehr gut aus für die Jungs von iPlay. Ja, Draven auf der Botlane auch immer noch ohne Probleme gegen es. Zwar noch nicht der Wahnsinns-Tower-Damage, aber creep-technisch auf jeden Fall ein klarer Vorteil. Natürlich auch der eine Kill, der nicht zu verachten ist. So, jetzt hier nochmal der aggressive Versuch von Draven. Kassiert da ein, zwei Tower-Hits und muss dementsprechend auch wieder ein bisschen aufpassen. So, jetzt ist allerdings das S-Rult raus und damit kann es nochmal gefährlich werden jetzt für die Jungs von Gamlik Gaming, aber sie scheinen sich da erstmal zurückzuziehen. Und der Kill jetzt gegen Lulu eventuell. Cannon kommt allerdings zu Hilfe. Wird allerdings gut gestunt, auch ein Lee Sin ist da noch mit zur Stelle. Hook von Naughty geht leider daneben. Allerdings ist auch das Ult von Lulu jetzt raus und somit werden sie den Tower nicht mehr wirklich verteidigen können. Wenn Draven und Nami sich denn jetzt dazu entscheiden, da wirklich drauf zu gehen. Aber erstmal noch nicht, allerdings ist jetzt Lee Sin auch wieder weg und sie pushen weiter, also sie wollen auf jeden Fall Druck ausüben. Aber sie wollen nur die Minions denyen, also keine Gefahr hier erstmal weiter für Gamlik Gaming. Zumindest nicht auf der Botlane. Toplane kassiert Jarvan immer wieder harten Schaden von Ryze. Der auf jeden Fall im Vorteil ist im Moment, schadenstechnisch. In der Mitte Renekton gegen Cannon mit Naughty da zusammen. Und auch Lee Sin wird da noch probiert anzugreifen. Und es sieht auch gefährlich aus für Lee Sin und Double Kill für Renekton. Und somit inzwischen 10 zu 3 für iPlay Esports. Auch Jarvan oben immer wieder gezwungen zurückzugehen. Und jetzt hier die Nami Wave und die sitzt gut und damit
Macht Draven auch den Kill und macht den Double Kill unter dem Tower. Da merkt man, es ist die League of Draven im Moment. Denn wenn er seine Spinning Eggs immer wieder fangen kann, dann kommt da schon richtig viel Schaden rüber. Jetzt wird auch der Tower dran glauben müssen. Da führt jetzt erstmal kein Weg mehr dran vorbei. Aber erstmal farmen sie nur in Ruhe hinter dem Tower. Also wollen auch noch möglichst viele Creeps weiterhin hinein. Aber jetzt geben die Minions dem Tower da den Rest. Ja, man zieht sich da schon Richtung Drake oder Mitte. Nauti da gegen Lee Sin, aber erstmal ungefährlich. Drake spawnt in 45 Sekunden, also dass man sich dort ein bisschen sammelt, ist schon mal nicht die schlechteste Idee. Und jetzt geht's auf die Mitte. Kennen Lee Sin da, allerdings ist Lulu auf der Botlane viel zu weit weg. Können da diesen Tower Kill nicht mehr verhindern. Und jetzt können sie sich eigentlich direkt gemeinsam zurückziehen Richtung Drake. Aber es geht erstmal für alle zurück in die Base. Ja, rein farmtechnisch sieht es auf der Toplane immer noch relativ ausgeglichen aus, aber jetzt wird es gefährlich hier. Jarvan Ult ein bisschen zu früh gezogen. Hätte da versuchen sollen, erst den Flash rauszuzicken mit Lee Sin da zusammen und dann entsprechend sein Ult zu verwenden. Aber Jarvan hat auch ordentlich Schaden kassiert, also Ryze macht da im Moment einen guten Job. Und jetzt hier Renekton mit dem Versuch gegen Cannon. Trifft ihn ja gut. Nami auch nochmal mit dem schönen Stun. Jetzt das Ult von Cannon. Wave von Nami kommt da noch ein bisschen zu spät. Trifft Cannon nicht mehr an der Stelle. Jetzt noch das Ult. Aber da werden sie wahrscheinlich nicht mehr rankommen. Jetzt Flash da von Renekton. Er will auf jeden Fall diesen Kill und macht ihn auch. Und iPlay hier wirklich momentan am dominieren. Fast 10.000 Gold Vorteil nach nicht mal 20 Minuten Spielzeit. Draven 3 Kills, Renekton 5, 2 auf Nauti, 2 auf Ryze und einer immerhin schon auf Nami. Auch den Supports sei ja ab und zu mal ein bisschen was gegönnt. Und auf der gegnerischen Seite sehen wir gerade mal 2 Kills auf Cannon und einen auf Jarvan. 10 Kills Differenz, das ist nicht wenig. Toplane Nauti und Ryze jetzt dabei den Tower auseinanderzunehmen. Und das können sie auch unbeschadet. Zum gegnerischen Blue Buff und auch den werden sie wahrscheinlich ohne Probleme bekommen. Ja, das funktioniert. Renekton schnappt sich da auch noch die Wölfe, also Gamlik Gaming hier sehr stark unter Druck gesetzt momentan. Und sie können sich gegen das Team von iPlay Esports im Moment nicht zur Wehr setzen. Und gerade die 5 Kills auf dem Renekton, die tun natürlich verdammt weh. Also selbst wenn sie da einen Teamfight jetzt
ganz gut zustande kriegen. Wenn der Renekton da einmal durchrennt, dann tut das schon weh. Und jetzt kommt genau das zustande, aber der Rest des Teams von iPlay ist da nicht zur Stelle und das sieht gefährlich aus dafür Renekton und Nautilus. Aber sie kommen da eventuell beide noch weg. Nein, Renekton schafft es dann nicht mehr raus. Somit erstmal eine sehr gute Aktion von Gamlik Gaming. Allerdings ist Ryze jetzt auch mit zur Stelle. Und der macht den ersten Kill. Jetzt Jarvan mit dem Kill gegen Nautilus. Und Nami stunt da noch den Jarvan sehr schön. Ryze kriegt das scheinbar gerade nicht mit. Ryze versucht da eher den Ezreal noch zu schnappen. Und ja, jetzt Barrier. Und ja, da ist der Kill. Und auch hier unten macht Raven noch den Kill gegen Jarvan. Somit ist es das Ace. Und nur Nauti und Renekton sind eben down gegangen. Ja, und Dungy, well played. Sie geben dann direkt schon auf. 21 Minuten Spielzeit. 5 zu 18 haben sie unterlegen. Und das war auf jeden Fall eindeutig. Ja, und damit ist auch dieses Match dann schon vorbei. iPlay eSports eine Runde weiter. Und wir machen dann, jetzt geht's raus hier. Gleich weiter mit dem nächsten Match hier im Dr. Pepper All-Star Tournament. Kurze Pause und dann geht's hier weiter. Dranbleiben, bis gleich.